89,5%, das ist genau diese Spannung, von der wir zu Beginn des Parteitages gesprochen haben, unter anderem auch mit Professor Karl Rudolf Korte, den ich jetzt herzlich nochmal bei mir begrüße. Wir hatten gesagt, über 90, super, unter 90, so ein bisschen abstrafen. Jetzt ist es wirklich ganz knapp an den 89,5. Ihre Analyse dessen, ist es jetzt schlecht oder okay für Sie gelaufen? Nein, das ist gut gelaufen für Sie, denn alles wird auf eine Karte gesetzt. Auf Angela Merkel als Parteivorsitzende, als Kanzlerin, so hat sie auch die Rede angelegt. Die Delegierten würden sich ja selbst kasteien, wenn sie sie nicht triumphal ausstaffieren würden. Mit fast 90% ist das triumphal in einer Partei, die ja auch sehr unterschiedliche Interessen hat, auch an der Basis mit Empörung konfrontiert ist. Die, sagen wir mal, 7%, die jetzt nicht mitgegangen sind, oder 6 sind es genau genommen, nee, 7 korrekterweise von 96,72 im Jahr 2014. Was wollten die sagen? Naja, es ist der Hinweis, dass die zukunftsängstliche Empörungsbewegung vielfältige Herausforderungen für die CDU an der Basis stellt. Und dann hätten sie ja eigentlich mehr sein müssen, oder? Ja, aber wesentlich mehr, dann schadet man praktisch dem Mobilisierungseffekt, der ja von diesem Parteitag ausgehen muss. Man will ja eine gestärkte Führung haben am Ende, mit der man auch in den Wahlkampf gehen kann. Man kann hier keine Leute abstrafen. Das hätte man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren deutlicher machen können, aber nicht heute. Dafür ist es zu spät. Wer auf Merkel setzt als Zukunfts- und Sicherheitsgarantie, muss sie heute auch dazu befähigen, ihr Amt weiterarbeiten, innehaben zu können. Die Opposition spricht immer spöttisch vom Kanzlerin-Wahlverein. Ist das heute bestätigt oder eher widerlegt? Das ist bestätigt, aber das kann man ja auch positiv sehen im Sinne eines pragmatischen, staatstragenden Vereins, der ja in den verschiedenen Herausforderungen, die sich geben, immer versucht, auch Krisenlösungen zu erarbeiten. Das war die Union immer. Sie ist nicht ideologisch getrieben, papiergetrieben. Sie hat ein paar Grundsätze, die wurden heute auch erläutert. Aber bisher hat dieser Kurs des pragmatischen Herangehens als Staatspartei der Partei insgesamt nicht geschadet. Und sie hat dadurch auch sehr große Offenheit, immer wieder neue Koalitionspartner auch zu finden. Was macht die Union anders als beispielsweise die SPD, wo Sigmar Gabriel ja vergangenen Dezember eine schwere Schlappe bei seiner Wiederwahl hinnehmen musste? Die Delegierten sind komplett anders drauf im Blick auf Hierarchie, im Blick auf Führungsstruktur. Die SPD hat eine immer von den Delegierten schon eine große Distanz zu der Führung auf der Bühne. Das ist klassisch. Die werden immer in irgendeiner Weise abgestraft. Das ist bei der Union überhaupt nicht so. Die Kritik mit der Führung ist eher hinter verschlossenen Türen, nie so offensiv wie es bei der SPD. Aber da ist das Grundgestus bei der SPD, gehört das dazu auch zum guten Ton. Insofern sind die Parteien in diesem Bereich, wie man mit Führung umgeht, überhaupt nicht vergleichbar. Sie sind völlig anders sozialisiert. Danke, Professor Karl-Rudolf Korte, mit der ersten Analyse des Ergebnisses für Angela Merkel. Wir gehen wieder direkt ins Plenum. Dort stellen sich die Kandidaten für die Stellvertretung vor. Und den Auftakt hat schon gemacht Volker Bouffier. Und jetzt am Pult Julia Klöckner. Eine Wahlniederlage ist auch hart, aber entscheidend ist, was man danach macht. Gibt man auf oder steht man auf und kämpft weiter, weil wir weiterhin ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Wahlen zu gewinnen und auch den wahlkämpfenden Landesverbänden alle Unterstützung und alle Solidarität auch mitzugeben. Und liebe Freunde, wir haben uns entschieden, in Rheinland-Pfalz das Ziel vor Augen zu behalten mit einer tollen Truppe. Wir sind geschlossen und vereint. Und ich kann Ihnen sagen, und das sage ich auch der Staatskanzlei in Mainz, man sieht sich im Leben immer mehrfach und wir nehmen wieder Anlauf. Und wir sind deshalb so entschlossen und auch kämpferisch, weil wir wollen, dass im Bundestagswahljahr 2017 ein starkes Signal, ein starkes Zeichen auch aus Rheinland-Pfalz entsandt wird. Und ich will Ihnen abschließend noch sagen, was mir inhaltlich wichtig ist, was mich umtreibt. Und das ist die Frage nach der Selbstvergewisserung unserer Partei, von uns, die hier in diesem Land leben, ist die Frage nach der Identität und in welchem Land wir in Zukunft leben wollen. Wir sind als CDU keine reaktionäre Partei. Wir wollen nicht zurück zu einem vormodernen Zustand. Wir sind auch keine stur traditionalistische Partei, weil wir nicht wollen, dass sich irgendwas ändert.
Wir sind im besten Sinne, liebe Freunde, konservativ. Wir gestalten den Wandel so, dass er den Schrecken für die Menschen verliert. Aber dazu gehört auch klar zu sagen, was man nicht will. Weder eine Verrohung der Sprache und der Sitten im Internet, noch ein Rückfall in der Frauenrechtsfrage. Und deshalb, liebe Freunde, werde ich mich weiterhin in der Integrationsfrage so einsetzen, wie ich das bisher getan habe. Wer nach Deutschland kommt, wer Deutschland als Ziel seiner Träume sieht, der muss wissen, Deutschland ist deshalb zu einem solchen Land geworden, weil es hier Regeln gibt. Und bei uns gibt man Frauen die Hand. Man akzeptiert Frauen auch als Lehrerinnen. Und wir akzeptieren nicht, wenn Frauen verhüllt werden sollen. Und wenn ein Mann nicht ertragen kann, eine Frau anzuschauen, dann soll er sich eine Augenbinde nehmen, aber die Frau nicht zwangsverhüllen. Und das ist das, woran ich mit aller Kraft mitarbeiten will und sagen will, es kommt auf den langen Atem, auf den langen Lauf an, aber vor allen Dingen auf die Überzeugung, Christdemokratin zu sein. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Wir brauchen Ihre Unterstützung, damit wir Sie unterstützen können, überall dort, wo Wahlen sind. Herzlichen Dank. Julia Klöckner unter den Bewerberinnen, Bewerbern für das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU, die zweite Rednerin in alphabetischer Reihenfolge. Bei den Wahlen vor 2 Jahren hatte sie das mit Abstand beste Ergebnis, aber auch sie hat eine Wahl verloren in diesem Jahr. Jetzt Armin Laschet. Meine lieben Parteifreunde, mein Name ist Armin Laschet, bin 55 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Bin Fraktions- und Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und seit 2012 stellvertretender Bundesvorsitzender. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen 160 Tage, also nicht mehr allzu lang, vor einer wichtigen Landtagswahl. Und alle Delegierten, die hier sitzen, alle 54 Kreisverbände, alle Kandidaten vor Ort haben ein einziges Ziel. Wir wollen Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai beenden. Und das geht. Das geht dann, wenn wir geschlossen antreten. Und ich wünsche uns allen der deutschen CDU, dass am 14. Mai 18 Uhr der schwarze Balken nach oben geht und dann der Ball zugespielt wird an die Kollegen, die dafür kämpfen, dass wir auch bei der Bundestagswahl nicht Rot-Grün und erst recht nicht Rot-Rot-Grün in Deutschland erleben. Das ist die Aufgabe, vor der wir für das nächste Jahr stehen. Und dann fragt man, ja, was ist denn bei euch so anders? Wieso ist denn plötzlich Nordrhein-Westfalen Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum? Es wird einer unserer Schwerpunkte sein. Die Annegret Kramp-Karrenbauer, Saarland, auch Strukturwandel, Land von Kohle und Stahl, hat im Jahr 2015 2,4% Wirtschaftswachstum. Deutschland hat 1,7% Wirtschaftswachstum. Nordrhein-Westfalen hat 0 Wachstum. Und das liegt daran, dass der falsche wirtschaftspolitische Ansatz gewählt wird. Und deshalb wollen wir, dass wir von erfolgreichen unionsregierten Ländern auch in Nordrhein-Westfalen lernen. Zweites Thema, innere Sicherheit. Ihr habt all die Kölner Silvesternacht erlebt. Ich ärgere mich bis heute noch über das Versagen der Polizei in dieser Silvesternacht, weil sie das gesamte Klima der Flüchtlings- und Integrationspolitik beschädigt haben durch einen falschen Einsatz. Wir wissen inzwischen, dass Polizeiexperten gesagt haben, hätte man am Anfang in der ersten Stunde durchgegriffen, wäre es so nicht eskaliert. Würde man keine No-Go-Areas im Ruhrgebiet zulassen, wird die Lage nicht eskalieren. Und deshalb ist es unser Thema als CDU zu sagen, wir sind zu denen, die schutzbedürftig ist, hilfsbereit. Wir wollen, dass der verfolgt ist, zu uns kommen. Aber wir greifen auch durch, wenn Täter sich nicht an geltendes Recht halten. Das gehört beides zusammen, und das wollen wir in Nordrhein-Westfalen wieder möglich machen.
Und da muss ich Respekt äußern vor dem Koalitionsvertrag in Hessen und Baden-Württemberg. Beides Länder mit den Grünen regiert, aber klare Aussagen zur inneren Sicherheit. Bodycams, Schleierfahndung, kontrollierte Videoüberwachung. Alles das, was hier in Nordrhein-Westfalen nicht möglich ist, machen Peter Beuth und Thomas Strobel als Innenminister in Koalitionen mit den Grünen. Und deshalb ist meine Botschaft, wir müssen in den Wahlkampf gehen, nicht mit Rücksicht auf Koalitionspartner, sondern mit CDU pur. Was ist unsere Position? Nicht schielen auf Koalitionen, dann sind wir am stärksten. Und dafür bitte ich um Ihre Rückendeckung heute bei Wahl zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Vielen Dank. Armin Laschet, stellvertretender Parteivorsitzender und hier aus Nordrhein-Westfalen quasi Heimspiel. Damit müsste er zumindest die Mehrheit der 296 NRW-Delegierten auf seiner Seite haben. So viele stellt kein anderer Landesverband, auch nicht Baden-Württemberg, obwohl die mit 157 Delegierten auf Platz 2 sind. Jetzt deren Vorsitzender, Thomas Strobel. Mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Vertrauen würde ich gerne weiterhin als stellvertretender Bundesvorsitzender im Team mitarbeiten und mich einbringen. Ich möchte zwei Themen, die mir bedeutend erscheinen, ansprechen. Erstens, wie sichern wir in Deutschland das Erreichte ab angesichts der großen Umbrüche, die wir haben um uns herum? Krieg vor den Toren Europas, im Nahen Osten, in der Ukraine, die Probleme in der Europäischen Union selber und die rasende Geschwindigkeit, wie die Digitalisierung die Welt verändert. Die Digitalisierung verändert die Welt und daran knüpft sich die zweite Frage. Wie halten wir unsere Gesellschaft zusammen angesichts der Tatsache, dass viele Menschen Ängste haben und dass es populistische Scheinangebote gibt? Auf beide dieser großen Fragen hat die Christlich-Demokratische Union Deutschlands die besseren Antworten. Wir bieten Lösungen an, wo andere polemisieren. Deutschland braucht Führung, Deutschland braucht Orientierung und vor allem brauchen wir Verlässlichkeit. Wir haben eine krisenerprobte Bundeskanzlerin. Wir positionieren uns hier in Essen inhaltlich sehr klar. Deutschland braucht Angela Merkel und Deutschland braucht die Christlich-Demokratische Union, liebe Freundinnen und Freunde. Am 13. März war in Baden-Württemberg Landtagswahl. Die CDU und die Grünen, wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden. Obwohl der Ministerpräsident in Baden-Württemberg für unsere Bundeskanzlerin betet, was schön ist, ist es nicht immer ganz einfach. Aber Armin Laschet hat das gerade zu Recht erwähnt. Wir machen eine Politik, die über ein schieres Zweckbündnis hinausgeht. Beispielsweise im Bereich der inneren Sicherheit, wo wir unsere Polizistinnen und Polizisten personell stärken, in der Ausrüstung stärken, Stichwort Bodycams, und in den Möglichkeiten stärken. Oder dass wir diese sinnlosen Auseinandersetzungen in der Schulpolitik über die Gemeinschaftsschule beendet haben und die Kinder in Baden-Württemberg wieder ordentlich rechnen, schreiben und lesen lernen. Schon allein deswegen ist es wichtig, dass die CDU wieder dabei ist. Und im kommenden Bundestagswahlkampf, das ist klar, kämpft jeder für sich und wir zuallererst für uns selber. Für den Tag nach der Wahl, das möchte ich jedoch sagen, brauchen wir mehr als die Option Große Koalition weiter so. Das ist eine Frage auch der strategischen Klugheit. Vorher, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir aber Wahlen zunächst im Saarland. Und ich wünsche mir und werde alles dafür tun, dass Annegret Kramp-Karrenbauer
Ihre erfolgreiche und tolle Arbeit als saarländischer Ministerpräsident fortsetzen kann. Und auch in Schleswig-Holstein, lieber Kollege Günther, es soll ein Rückenwind aus dem deutschen Süden für den hohen Norden nicht fehlen. Alles Gute für eine erfolgreiche Landtagswahl. Und liebe Freundinnen und Freunde, jetzt sind wir hier in Nordrhein-Westfalen und das möchte ich als jemand, der aus dem Süden kommt, einfach sagen. Es ist ja wirklich bemerkenswert, wie so ein großes und starkes Land wie Nordrhein-Westfalen inzwischen nahezu überall auf den letzten Plätzen rangiert. In der wirtschaftlichen Entwicklung, bei den Arbeitsplätzen, bei den Bildungschancen, in der inneren Sicherheit. Das hat dieses bevölkerungsstärkste Land in Deutschland nicht verdient. Und deswegen braucht Nordrhein-Westfalen wieder richtige Kraft. Und Armin Laschet als Ministerpräsident ist diese richtige Kraft für Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit der CDU. Und wir werden euch unterstützen, wo immer wir nur können. Christlich-Demokratische Union, das C steht für unser christliches Menschenbild. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns für dieses christliche Menschenbild offensiv eintreten. Wir müssen das nicht verstecken. Das Bekenntnis dazu ist vielleicht sogar nötiger denn je. Demokratisch, lasst uns für unsere Demokratie einstehen und kämpfen, gegen Rassismus, Nationalismus, Hass und Lüge. Und wir heißen Christlich-Demokratische Union und die CSU heißt Christlich-Soziale Union. Lasst uns den Unionsgedanken miteinander pflegen. Liebe Gerda, lieber Straubinger Max, lieber Generalsekretär von der CSU, lieber Manfred Weber, lieber Andi Scheuer. Gemeinsam sind wir nämlich stark. Und gemeinsam werden wir das nächstes Jahr auch packen. Die Christlich-Demokratische Union gemeinsam mit der Christlich-Sozialen Union. Auf geht's, packen wir's an. Thomas Strobel, stellvertretender Parteivorsitzender, hat hier deutlich um Stimmen für sich auch geworben, beispielsweise in den Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. Und er hat gesagt, wir bieten Lösungen an. Ein paar Vorschläge, was Verschärfung in der Flüchtlings- und Asylpolitik angeht, hat er ja selbst gemacht in den vergangenen Tagen. Jetzt Ursula von der Leyen. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, als ich mich zum ersten Mal auf einem Parteitag vorgestellt habe, habe ich gesagt, Ursula von der Leyen, verheiratet, 7 Kinder, daran hat sich nichts geändert. Es hat sich viel geändert in der Zwischenzeit, nicht nur die Ämter, die ich bekleidet habe, sondern vor allen Dingen die Welt um uns herum. Die Bundesvorsitzende hat es vorhin skizziert, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, die Flüchtlingskrise, der Brexit, die Wahl in den USA, die Wahl in Österreich und jetzt Italien. Wir sollten bei diesen Debatten niemals vergessen, wo wir auch hergekommen sind. Wir sind die Partei des Wiederaufbaus. Wir sind die Partei des Wirtschaftswunders. Wir wissen wie keine andere Partei, dass Leistungsbereitschaft und Ausgleich zusammengehören. Der soziale Ausgleich hat unser Land stark gemacht, hat Gemeinschaft geschaffen. Das unterscheidet übrigens Deutschland von den USA. Aber wir wissen auch wie keine andere Partei, dass wenn man etwas verteilen will, dann muss man es vorher auch erarbeiten. Und das ist eine Grundregel der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind die Partei Europas. Es hat sich tief eingebrannt in unser Gedächtnis das Bild von Helmut Kohl und François Mitterrand über den Gräbern von Verdun. Wir sind die Partei der Einheit. Wir haben niemals den Glauben an die Einheit aufgegeben. Während es andere gegeben hat, vor allen Dingen einen ultralinken Saarländer, der gesagt hat, das wird nicht mehr. Wir haben immer daran geglaubt. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir die Partei sein, die Deutschland und die Europa wetterfest macht
für die Globalisierung und für die Digitalisierung. Wir sind die Partei, die wie keine andere verstanden hat, dass unser Wohlstand auch davon abhängt, dass wir ein offenes Land sind und dass wir die Meinungsvielfalt haben. Und die Bundesvorsitzende hat recht, es ist unerträglich, wenn man Pegida sieht, wie sie da diese Schilder hochhalten, wir sind das Volk, und damit so tun, als könnten sie entscheiden, diese kleine Gruppe ist das Volk und die hat eine Meinung. Nein, 80 Millionen Deutsche sind das Volk und die haben viele unterschiedliche Meinungen. Und das ist unsere Stärke, darauf sind wir stolz, denn das entsteht nur durch Freiheit. Die Populisten, und zwar ist es ganz egal, ob von links oder von rechts, die kennen nur ihre Parolen: abschotten, abgrenzen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, dadurch gewinnen wir nicht Deutschlands Zukunft. Wir gewinnen Deutschlands Zukunft durch Neugierde, durch Offenheit, durch Bildungshunger, durch Forschergeist, durch Leistungsbereitschaft. Darein müssen wir investieren und nicht ins Einigeln. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind die Partei der Sicherheit. Es war richtig in diesem Jahr, den Einsatz der Bundeswehr im Innern zu diskutieren und durchzusetzen. Es ist vollkommen klar, dass unsere Polizei hervorragend ausgerüstet und ausgestattet sein muss. Aber wir haben Paris gesehen, wir haben Brüssel gesehen. Und wenn es einen schweren Terroranschlag gibt, katastrophischen Ausmaßes, und die Polizei gerät an ihre Grenzen, dann wäre es doch absurd, wenn wir die französischen Streitkräfte oder das österreichische Bundesheer zur Hilfe holen würden. Das könnten wir nämlich. Aber unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr würden in den Kasernen sitzen. Das würden die Menschen doch in keiner Form verstehen. Und deshalb war es richtig, den Einsatz der Bundeswehr auch durchzusetzen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind ein großzügiges Land, wir sind ein großherziges Land, aber wir wollen auch Ordnung und Regeln. Und genau das spiegelt dieser Leitantrag auch wider. Wir sind eben nicht die Grünen, die sicherlich jedes Problem am schönsten beschreiben können. Aber wenn es dann darauf ankommt, innere Sicherheit auch tatsächlich konkret durchzubuchstabieren, dann sind die Grünen hasenfüßig und kommen nicht ans Handeln. Wir wissen, was konkretes Handeln tun. Die Grünen können nur beschreiben und sie haben Angst vorm Handeln. Wir sind nicht wie die AfD, die Angstmacher, die Spalter, die Destruktiven. Wir sind nicht eine Partei wie die SPD, die sich wunderbar mit sich selbst mit der Partei beschäftigen kann und darüber das Land vergisst. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind vor allen Dingen nicht wie die Linken, die ja die personifizierte Empörung sind, wenn es darum geht, Einsätze der Bundeswehr im Ausland zu mandatieren. Aber wenn es darum geht, Russland zu fragen, wie es sich verhält, wenn es darum geht, das Bombardement in Aleppo zu stoppen, wenn es darum geht, dass Russland im Weltsicherheitsrat eine Waffenruhe in Aleppo mit China blockiert, meine Damen und Herren, dann bricht bei den Linken das große Schweigen aus. Und das können wir nicht länger tolerieren. Ich bin fest überzeugt, dass wir gut gerüstet sind für das kommende Jahr. Wir sind eine Partei, die den Wandel sieht, die ihn aufnimmt, die ihn strittig diskutiert, aber die den Wandel sicher gestaltet. Und wir sollten uns nicht kirre machen lassen. Unsere Werte kommen nicht aus der Mode. Anstand kommt nicht aus der Mode. Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit kommen nicht aus der Mode, die sind zeitlos. Genauso wenig Leistungsbereitschaft. Wir wissen, was es heißt, den Rahmen zu schaffen, dass Menschen aus eigener Kraft Verantwortung übernehmen können für sich und ihre Familie und aus eigener Kraft etwas schaffen können. Und meine Damen und Herren, deshalb sollten wir im kommenden Wahljahr nicht vergessen, dass wir immer noch diejenigen sind, die am besten das Kreuz durchdrücken können, die zusammenstehen, die wissen, wie man die Dinge zusammenhält, wenn es hart kommt, sowohl in Deutschland als auch in Europa.
dafür vertrauen uns die Menschen. Und meine Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen im nächsten Jahr dafür kämpfen und deshalb bitte ich heute um Ihr Vertrauen dafür. Dankeschön. Die stellvertretende Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Vor 2 Jahren hat sie das schlechteste Ergebnis gehabt von allen Vizevorsitzenden der CDU. Jetzt ruft Daniel Günther den eigentlichen Wahlgang auf. Eine Anmerkung noch zu Ursula von der Leyen. Sie hat hier gesagt, der Bundeswehreinsatz, es sei richtig gewesen, den Bundeswehreinsatz im Inneren zu diskutieren und durchzusetzen. Da muss ich mich jetzt allerdings fragen, was sie damit meint. Denn nach meiner Kenntnis hat sich da in den vergangenen Jahren eigentlich nichts geändert, was nicht auch schon Stand der Dinge gewesen wäre, was den Einsatz der Bundeswehr im Innern angeht. So, jetzt gehen wir also in diesen Wahlgang zu den stellvertretenden Parteivorsitzenden, aufgerufen von Daniel Günther, der nochmal erklärt, wie das ganze Prozedere ist. Wir hören da nochmal kurz rein und liefern Ihnen anschließend nach die Bewerbungsrede von Volker Bouffier, die wir vorhin kurz verpasst haben, aber wir haben sie natürlich vorliegen und wir zeigen sie Ihnen gleich noch. Jetzt mal kurz in das Verfahren zur Abstimmung. Und diese Wahl gültig ist. Dies sind bei 5 gewählten stellvertretenden Vorsitzenden mindestens 2 Frauen. Viertens, ich darf nun fragen, ob alle Delegierten den großen gelben Stimmzettel erhalten haben. Wenn dies der Fall ist, eröffne ich jetzt den Wahlgang. So, großer gelber Stimmzettel, das ist das, was jetzt hier zählt für die Delegierten. Und wir haben vorhin zu unserer großen Überraschung festgestellt, dass doch rund 40 Delegierte ihre Stimmzettel nicht abgegeben hatten. Vorhin bei der Wahl der Parteivorsitzenden. 991 Delegierte wurden ja hier festgestellt als anwesend. 949 Stimmen sind nur abgegeben worden. Erstaunlich auch. Durchaus. So, jetzt werden die Stimmzettel wieder eingesammelt. Da sehen Sie hier von Helferinnen und Helfern der Partei. Das gibt uns die Gelegenheit, Ihnen, wie schon angekündigt, zu zeigen, die Bewerbungsrede von Volker Bouffier, Landesvorsitzender in Hessen, Ministerpräsident in Hessen und natürlich stellvertretender Parteivorsitzender, was er auch bleiben will. Volker Bouffier. Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, liebe Parteifreunde, Volker Bouffier, verheiratet, 3 Kinder, 2 stolze Enkel, hessischer CDU-Landesvorsitzender und mit großer Freude CDU-Ministerpräsident im einstigen roten Hessen. Meine Damen und Herren, ich möchte auch weiter dazu beitragen, dass die CDU klare Antworten gibt, dass wir Orientierung geben, gerade in schwieriger Zeit, und dass wir so stark werden, insbesondere bei der kommenden Bundestagswahl als Union, und da meine ich CDU und CSU, dass uns ein rot-rot-grünes Politabenteuer erspart bleibt, dass die Union klar stärkste Partei wird, dass wir die Bundesregierung stellen, dass Angela Merkel die nächste Bundeskanzlerin wieder sein wird, und dass wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Nicht um unser Selbstwillen, sondern um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, damit Deutschland stark bleibt, damit die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft gehen. So wollen wir Wahlen gewinnen. Ich bitte Sie erneut um Ihre Zustimmung. So, da sind wir wieder zurück. Das war die mit Abstand kürzeste Bewerbungsrede, die es hier gegeben hat in den vergangenen gut 30 Minuten. Die anderen alle von Julia Klöckner, von Armin Laschet, von Thomas Strobel und von Ursula von der Leyen, alle deutlich ausführlicher ausgefallen. Es gab keine Begrenzung der Redezeit bei diesem Tagesordnungspunkt. Und Sie sehen, die Bewerbungsrede von Volker Bouffier war so kurz, dass hier noch nicht mal alle Stimmzettel eingesammelt worden sind. Es war ja jetzt auch diesmal die Möglichkeit, maximal 5 Kreuzchen zu machen. Dauert halt ein bisschen länger, als wenn man nur einen einzigen Namen auf dem Stimmzettel hat. Wir schauen mal kurz in die Reihen. Ja, da wird noch allerhand eingesammelt. Das wird auch noch ein paar Minuten dauern.
Und während wir diese Bilder hier verfolgen, nutzen wir die Gelegenheit, während wir das Verfahren hier weiter beobachten. Es wird ja hier gleich noch aufgerufen, die Wahl des Bundesschatzmeisters. Und dann wird es noch mal interessant, denn dann geht es um 7 Präsidiumsmitglieder. Auch das immer ein interessanter Wahlvorgang bei der CDU. Wie gesagt, das behalten wir im Blick, während wir hier sitzen und in den Saal hineinschauen. Aber wir zeigen Ihnen in der Zwischenzeit ein Interview, das Michael Kolz geführt hat vor wenigen Minuten mit dem Landesvorsitzenden aus Sachsen und dem Ministerpräsidenten von dort, Stanislaw Tillich. Herr Ministerpräsident, Sie kennen aus Ihrem Land, aus den Bundesländern drumherum, den Umgang mit der AfD oder auch mit Pegida, wie beispielsweise in Dresden. Jetzt verschärft die Union in ihrem Leitantrag beispielsweise die Abschieberegelung. Ist das etwas, wo die AfD die CDU vor sich hergetrieben hat? Nein, im Gegenteil. Gerade der Landesverband der CDU Sachsen hat vor 1,5 Jahren einen Beschluss gefasst, der mehr oder weniger heute fast mit dem Leitantrag identisch ist. Ich glaube, das ist ein Thema, den wir uns annehmen müssen. Und die Kanzlerin hat ja auch heute relativ deutlich in ihrer Rede gesagt, dass was im Sommer letzten Jahres passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Das heißt also, eine ungesteuerte und unkontrollierte Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland durch Flüchtlinge und durch Asylbewerber darf es in der Art und Weise, wie es damals gewesen ist, sich nicht wiederholen. Und ich glaube, das ist ein richtiges und deutliches Zeichen, dass wir alles dafür tun, dass nicht die Schlepper im Prinzip diejenigen sind, die profitieren, und dass dann Menschen sich in Bewegung setzen, ihre Hoffnung und letztendlich auch ihre Möglichkeiten in Europa sehen, sondern dass wir in der Tat den Menschen helfen, die vor Vertreibung und vor Krieg fliehen, aber gleichzeitig auch denjenigen deutlich sagen, dass es ein Asylrecht nicht gibt, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, und die müssen dann auch konsequent mit der Abschiebung rechnen. Aber Sie hören doch die Stimmen, auch bei Ihnen im Bundesland, im Freistaat, die auch sehr deutlich die Kanzlerin kritisieren. Jetzt hat sie in ihrer Rede gesagt, integrieren von rechts. Wie soll das gehen? Ja, ich meine, wir sind uns ja klar, dass es gerade in dieser Frage ja eine vermeintliche oder tatsächliche Spaltung auch in der Gesellschaft gibt. Dass die einen die Flüchtlingspolitik für richtig betrachten und die anderen haben also Erhebliches daran auszusetzen. Und das muss die Aufgabe sein. Und da teile ich die Auffassung der Bundeskanzlerin, jeder, der zu uns gekommen ist, ist ein Mensch. Und egal, ob er jetzt hier bleiben darf oder er zurück muss, er muss von uns so behandelt werden, dass er, wenn er zurück muss, dass er sagt, ich bin zwar in Deutschland angekommen, man hat mich nicht als Flüchtling oder als Asylbewerber anerkannt, aber man hat mich als Menschen behandelt. Aber nochmal, wie will man wütende AfD-Anhänger wieder zurückholen? Das reicht ja nicht nur, weil man den Leitantrag verschärft. Nein, man muss natürlich den Worten auch Taten folgen lassen. Das heißt, man muss konsequenter abschieben. Wir müssen auch deutlich machen, dass wir zum Beispiel bei der Frage sicherer Herkunftsländer und den nordafrikanischen Ländern noch keinen Schritt weitergekommen sind. Das liegt an Rot-Grün, die im Bundesrat bisher das blockiert haben. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, aber es gibt viele weitere. Also das heißt, den Worten Taten folgen zu lassen, es ist ja auch im Leitantrag verankert, dass wir eine Abschiebehaft also in den Ländern brauchen, dass wir auch solche Zentren brauchen, dass wir diese Diskussion nicht nur führen, sondern dass wir dann auch letztendlich handeln und dass wir mit den nordafrikanischen Ländern auch Übereinkünfte erzielen, dass die Leute, die aus diesen Ländern zu uns gekommen sind und kein Asylrecht haben, dass sie auch wieder zurück überstellt werden, ob Tunesien oder Marokko. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, wie lange das dauert, bis diese Abkommen mit den Ländern zustande kommen. Nichtsdestotrotz wollen die Leute ja jetzt Ergebnisse sehen, haben Sie ja selber gesagt, Taten folgen lassen. Wie schnell kann das gehen? Der Wahlkampf steht ja unmittelbar bevor und es wird ja nicht nur im Bund gewählt. Das ist korrekt, aber gleichwohl weiß auch jeder, dass die Geduld der Bürger ist, glaube ich, mehr als erschöpft. Ja gut, aber das Thema AfD konzentriert sich ja nicht allein auf die Flüchtlinge. Und das darf man einerseits nicht unterschätzen, aber man muss auch wissen, dass es eine Vielzahl von anderen also Hinweisen auch aus der Bevölkerung gibt. Wir wissen, dass es zwar uns wirtschaftlich gut geht, fragt man aber in die Wirtschaft hinein, dann verspürt man eine Verunsicherung. Alle wissen, dass im Prinzip diese gute Phase, in der wir sind, irgendwann zu Ende geht. Alle haben Angst oder beziehungsweise fürchten sich vor der weiteren Globalisierung. Und auch da hat die Kanzlerin heute relativ deutlich auch gesagt, gerade auch wenn wir TTIP oder CETA machen oder andere Verträge schließen, setzen wir ja eigentlich die Rahmenbedingungen, die der Staat auch setzen muss, damit eben nicht, also wie man so schön sagt,
ungeregelter Wettbewerb entsteht und Wildwestkapitalismus sich breit macht, sondern dass der Staat hier durch diese Verträge Regeln setzt. Alles das sind Fragen, die zu beantworten gilt. Natürlich auch die Frage der Finanzkrise. Ich meine, Nullzinspolitik ist für viele momentan ein Problem. Das wäre jetzt vielleicht, ich würde vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber Sie, Bundeskanzlerin, Parteivorsitzende, hat auch gesagt, Rot-Rot-Grün verhindern und rechts integrieren. Über rechts integrieren haben wir gesprochen, aber Rot-Rot-Grün verhindern. Sie regieren mit einer SPD in Sachsen. Heißt das, Ihr Plädoyer ist, Sie haben die Grünen ja auch gerade kritisiert, ist dann doch eher mit der SPD verlässlicher Partner, gerade was die Innenpolitik angeht? Die Frage stellt sich ja erst nach der... Irgendwann wird sie sich aber stellen und das ist zumindest eine wahrscheinliche Konstellation. Ja, der Wähler wird entscheiden und danach wird man die Gespräche führen. Ich war ja bei den letzten Sondierungen selber damals dabei. Die SPD hat sich getraut, die Grünen haben es gelassen, weil sie sich nicht getraut haben. Sie hätten auch eine Chance gehabt und dann hätte die CDU damals abwägen müssen, wo der Übereinstimmungsgrad größer ist und auf der Grundlage hätte man dann auch entscheiden können. Das Gleiche hat sich bei uns auf Landesebene wiederholt. Also von daher ist, glaube ich, es ist klar, also wenn diejenigen Parteien sich nicht nur demokratischen Wahlen stellen, sondern dann auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, dann müssen sie nicht nur A, sondern müssen dann auch B sagen. Und das ist, glaube ich, die Frage, die aber wirklich nach der Wahl entschieden wird. Sagt der sächsische Ministerpräsident. Herzlichen Dank, Stanislav Tillich. Bitte schön. Da sind wir wieder live in der Grugerhalle in Essen. Wenn Sie seit heute Morgen dabei gewesen sind und es bis dahin nicht gewusst haben, dann wissen Sie, dass Gruger steht für große ruhrländische Gartenbauausstellung. Die gab es erstmals hier in Essen im Ruhrgebiet 1929, dann nochmal 1952 und 1958 ist zum Gruger Park, zum Gruger Turm und zum Gruger Bad dann auch noch hier diese Halle entstanden, die seitdem vieles gesehen hat. Viele Politiker von rechts bis ganz nach links. Die DKP hat hier mal getagt. Konrad Adenauer ist hier aufgetreten. Franz Josef Strauß, Willy Brandt, Helmut Schmidt und natürlich mehrfach auch die CDU mit ihrem Bundesparteitag. Das dritte Mal in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, das dritte Mal insgesamt, dass das hier stattgefunden hat. Vor 16,5 Jahren wurde hier Angela Merkel zur Parteivorsitzenden gewählt. Mit damals 95,94% der Stimmen. Und in diesem Jahr ist sie mit 89,5 bestätigt worden in diesem Amt. Das war etwas schwächer als in den Jahren davor, aber immer noch ein klein wenig besser als ihr schlechtestes Ergebnis, das sie 2004 erzielt hat in Düsseldorf, nicht weit von hier, damals mit 88,41%. Was passiert ihr? Moment im Saal, es werden eingesammelt die Stimmzettel zur Wahl des Bundesschatzmeisters. Es hat nur einen Kandidaten gegeben, nämlich Philipp Murmann, den Sie möglicherweise vorhin gesehen haben, als er den Bericht für die beiden abgelaufenen Jahre hier vorgestellt hat. Es gab auch keine weitere Bewerbungsrede dazu, so dass jetzt hier ohne weitere Verzögerung die Stimmkarten eingesammelt werden. Sie sehen Helferinnen und Helfer, die Wahlurnen noch mal hochhalten, um zu schauen, ob sie auch alle haben. Soweit wir das von hier oben überblicken können, ist eigentlich so gut wie alles inzwischen in diesen grauen Kästen mit der CDU-Banderole drin, sodass über kurz oder lang hier eigentlich dann aufgerufen werden müsste die Wahl des Präsidiums. So, ich frage jetzt mal, sind alle Stimmzettel abgegeben? Auch nicht. Warten wir noch ein wenig. Bitte die Stimmzettel möglichst hochhalten, damit die Stimmzähler das sehen können. So, und das war eindeutig die Stimme von Daniel Günther. Man hört das Schleswig-Holsteinische, wenn man so will, ja auch ein klein wenig raus, der jetzt nochmal die Delegierten gebeten hat, die ihren Stimmzettel noch nicht losgeworden sind, sich doch deutlich zu zeigen
wohin die Helferinnen und Helfer jetzt nochmal gehen sollen. Das gucken wir uns weiter an, während hier die Mehrzahl der Delegierten schon wieder mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Möglicherweise noch mit dem Leitantrag, über den es hier morgen dann ausführlich gehen wird. Möglicherweise auch mit der Wahl der Präsidiumsmitglieder, die jetzt hier gleich als nächstes ansteht. Da wird es ja zwei Veränderungen geben. Stanislav Tillich wird nicht mehr antreten zur Wahl dieses Präsidiums. Er ist ja als Ministerpräsident ohnehin dem Präsidium beiwohnend. Das heißt, er kann da qua Amt schon immer teilnehmen an diesen Sitzungen. Und nicht mehr antreten wird auch Emine Demirbüken-Wegner aus Berlin. Für sie wird Monika Grütters in das Präsidium nachrücken, die ja erst vor wenigen Tagen gewählt worden ist zur neuen Landesvorsitzenden der CDU in Berlin als Nachfolgerin von Frank Henkel, der dieses Amt nach der Wahlschlappe im September abgegeben hat. Die übrigen Präsidiumsmitglieder will ich Ihnen gerne noch nennen, die dann hier zur Wiederwahl stehen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist dabei als Landesvorsitzende im Saarland. Karl-Josef Laumann, Nordrhein-Westfalen. Und Wahlgang für den Bundesschatzmeister. Dann wird auf dieser Wahlliste sein David McAllister aus Niedersachsen, Jens Spahn als einer der Jüngeren, die sich um dieses Amt bewerben und diese Position innerhalb der Partei. Und Wolfgang Schäuble steht auch zur Wahl, auch wenn er heute nicht hier sein kann, weil er schon wieder mit den europäischen Finanzministern in Brüssel reden und verhandeln muss. Wir müssen jetzt alle noch mal ein klein wenig Geduld haben, Sie auch, denn wir wollen dieses Live-Bild, diese Live-Sequenzen, die wir Ihnen jetzt zeigen, im Moment auch nicht verlassen, weil angekündigt ist, dass es nicht mehr lange dauert mit dem Ergebnis der Stellvertreterwahl. Wir erinnern uns, es ist ja auch gar nicht so lange her, da stehen Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Ursula von der Leyen und Thomas Strobel auf den Stimmzetteln der Delegierten. 991 sind um 14.20 Uhr gezählt worden von maximal 1.001 oder einem. Und insofern können wir mal schauen, wie sich das hier dann entwickelt bei den Wahlergebnissen in diesem Jahr. Vor zwei Jahren bei der Wahl der Stellvertretern lag Julia Klöckner ganz weit vorne, hat damals 96,45% der Stimmen erzielt. Hat in diesem Jahr eine Wahlniederlage allerdings zu verkraften gehabt bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Zweitbestes Ergebnis vor zwei Jahren ging an Volker Bouffier mit 89,14. Das wird er möglicherweise hier sogar noch übertreffen können, denn er hat es ja geschafft, eine doch sehr stabile und still vor sich hin arbeitende Landesregierung mit den Grünen zu bilden. Und dann wird es wahrscheinlich auch ein besseres Ergebnis geben für Armin Laschet, der vor zwei Jahren mit 76,1% abgeschnitten hat. Aber da wird ihm dieser Parteitag, da werden ihm die Delegierten hier doch noch ein klein wenig Rückenwind mit auf den Weg geben. Denn er hat es in seiner Bewerbungsrede ja auch ausführlich angekündigt, dass er angetreten ist, um die derzeit hier regierende rot-grüne Landesregierung abzulösen, deren, so sagt Armin Laschet, Ergebnisse und Bilanzen überaus schlecht sind. NRW, sagt Armin Laschet, in vielen Punkten auf einem schlechten Platz in der Länderskala in Deutschland. Und da will er gegenwirken mit einer dann CDU-geführten Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen. Und Thomas Strobel, auch er hat in seiner Bewerbungsrede und auch schon im Vorfeld in den vergangenen Wochen für ein deutlich besseres Wahlergebnis gekämpft. Er hat ja viele Verschärfungen in der Flüchtlings- und Asylpolitik, die hier morgen mutmaßlich in den Leitantrag eingehen und dann auch entsprechend abgestimmt werden, vorgeschlagen. Auch dies, so haben viele Beobachter im Vorfeld gesagt, natürlich vor dem Hintergrund auch der Wiederwahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden. Viele Positionen, die er hier mit in den Leitantrag eingebracht hat, wird er kaum durchsetzen können, wenn es das durchzusetzen gibt in der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Da gibt es doch viele Punkte, die sind mit dieser Landesregierung, in der er ja immerhin Vizeministerpräsident und Innenminister ist, nur schwer durchzusetzen sein werden. Ja, und dann schließlich schauen wir mit
großen Augen und gespannt auf das Ergebnis für Ursula von der Leyen, die hier 2012 69% der Stimmen hatte, dann vor zwei Jahren 70,4, also ein knappes, nein, um genau zu sein, 1,5 Prozentpünktchen mehr als beim Parteitag davor, pardon. Sie hat hier nochmal den Blick auf die Verteidigungspolitik und die innere Sicherheit gerichtet bei ihrer Bewerbungsrede und zugleich schon einen Wahlkampf gemacht gegen SPD, Grüne und Linke. So, jetzt schauen wir nochmal in den Saal. Sehen entspannte Delegierte, die der Dinge harren, richtig gearbeitet werden, wird ja hinter den Kulissen. Dann naht sich ein Bote möglicherweise mit Zahlen. Daniel Günther jedenfalls hat jetzt einen Zettel bekommen, haben wir gesehen, aus der Ferne. Das könnte sehr gut das Ergebnis der Wahl der Stellvertreter sein. So, das angekündigte Ergebnis für die Wahl der 5 stellvertretenden Vorsitzenden liegt vor. Wir hatten abgegebene Stimmen 963, ungültige Stimmen 3, gültige Stimmen 960. Die erforderliche Mehrheit beträgt 481 Stimmen. Um die Spannung zu nehmen, die Zahl haben alle Kandidaten erreicht. Ich lese jetzt in der Reihenfolge der auf Sie entfallenden Stimmen die Ergebnisse vor. Als stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt Julia Klöckner mit 827 Stimmen und 86,15% Zustimmung. Volker Bouffier mit 820 Stimmen und einer Zustimmung von 85,42%. Armin Laschet mit 786 Stimmen, 81,88% Zustimmung. Thomas Strobel mit 709 Stimmen, 73,85% Zustimmung. Und Ursula von der Leyen mit 695 Stimmen und 72,4% Zustimmung. So, ich frage jetzt die 5 Bewerber, ob sie die Wahl annehmen. Gehen wir davon aus, Julia Klöckner, Volker Bouffier, Armin Laschet, Thomas Strobel, Ursula von der Leyen. Hier sind 5-mal Ja vorne angekommen. Ich gratuliere im Namen des Tagungspräsidiums herzlich zur Wahl. Hochinteressantes Ergebnis alles in allem. Wenn wir es noch mal schnell Revue passieren lassen, Julia Klöckner mit 86,15 hat mehr als 10% weniger als beim letzten Mal, als vor 2 Jahren. So auch Volker Bouffier knapp 4,5% weniger. Dann ein Zuwachs von 5, fast 6% für Armin Laschet. Thomas Strobel hat sogar noch mal schwächer abgeschnitten als vor 2 Jahren. Und Ursula von der Leyen um die 2% besser.
das ist jetzt auch nicht so der ganz große Sprung nach vorne, was die Wahlergebnisse angeht. Jetzt werden hier noch aufgerufen die Kandidaten für das Präsidium. Die habe ich Ihnen schon genannt, mit Monika Grütters, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Karl-Josef Laumann, David McAllister, Jens Spahn, Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière. Wenn ich das Ganze richtig überblicke, haben wir die Gelegenheit, dieses Wahlergebnis ein klein wenig zu analysieren und dahinter zu gucken und was es für Ursula von der Leyen beispielsweise bedeutet, hier doch nur einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber Julia Klöckner doch mit -10% ist schon ein sehr auffälliges Ergebnis und könnte mit ihrem Kurs in der Landtagswahl, während der Landtagswahl in diesem Jahr zu tun gehabt haben. Michael Kolz und Karl-Rudolf Korte, bitte. Ja, Erhard, und da greife ich den Punkt natürlich gleich auf. Professor Korte, Herr Schärfer hat gesagt, Ursula von der Leyen mit Minischritten. Yeah. Fangen wir mal damit an. 72, jetzt vorher waren es 70. Was sagt uns das? Keiner will sie in Position bringen, dass sie eine Merkel-Nachfolgerin sein könnte? Oder woran liegt das? Ja, ist eher ein neutrales Votum. Neutral ist ja ein bisschen harmlos, oder? Ja, neutral in dem Sinne einer Traditionslinie. Sie wird keine starke Begeisterung in der eigenen Landsmannschaft hervorrufen, so war das bislang. Sie ist populär als Fachpolitikerin. Kein Amt hat sie bisher schlecht geführt. Sie hat es von einem Ressort zum anderen, ist sie geradezu befördert worden. Das läuft also im Sinne ihrer Jobperspektive sehr positiv. Aber sie war nie Liebling der Partei, auch nicht der eigenen Niedersachsen. Und ich finde, dieses Ergebnis liegt genau auf der Linie. Sie hat sich ein bisschen nach vorne gearbeitet. Das kann damit zusammenhängen, dass sie eine Abweichung von anderen Wahlkampfrede gehalten hat. Dass sie die Gegner markiert hat. Dass sie gesagt hat, mit wem sie ein bisschen auch mit wem sie zusammenarbeiten will und mit wem sie auch ideologisiert, polemisiert sich auseinandersetzen möchte. Das haben die anderen nicht gemacht. Also es war eine kämpferische Rede, ungewöhnlich für sie in diesem Format. Blicken wir auf Julia Klöckner auch. Da sagte Erhard Schärfer mehr als deutlich, das Wahlergebnis ging 10 Punkte mal locker runter. Jetzt liegt sie bei 86,15%. Nur der rheinland-pfälzische Wahlkampf oder spielt da noch was anderes eine Rolle? Ihr Burka-Verbot hat sie jetzt ja zumindest im Leitantrag. Ja, hat sie im Leitantrag. Auch die Rede, wie sie heute hier aufgetreten ist, hat viel Resonanz hervorgehoben. Sie hat ja auch einen hohen Prozentwert an Zustimmung. Aber Liebling wird man natürlich auch, wenn man gewinnt. Sieger werden in der Regel belohnt. Die sind hier auch Fans des Erfolgs, die Delegierten. Und der Erfolg ist nicht eingefahren worden. Und wie man heute weiß, eben auch durch eigengemachte, selbstgemachte Wahlkampffehler. Sie ist in einige selbstverschuldete Fallen reingefallen geradezu. Und das vergessen Delegierten auch nicht. Trotzdem, sie bleibt ein Liebling der Delegierten. Zum Erfolg verdammtes Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Da hatte ich ehrlich gesagt persönlich erwartet, dass er ein bisschen mehr Rückenwind kriegt. 81,88 ist zwar mehr als beim letzten Mal, aber das reicht eigentlich nicht, um hier sehr gestärkt in seinem Heimatbundesland aus diesem Parteitag hervorzugehen, oder? Wie beurteilen Sie das? Ja, das ist hier ein Hochfest der Autosuggestion. So sind solche Parteitage zu werden. Man muss berauscht, weihevoll hier wegziehen. Sonst wirkt das ja nicht. Es muss ja über den Tag wirken. Es muss die anderen begeistern. Und da hilft so ein Ergebnis nicht wirklich. Das ist ja anerkennend, aber nicht mehr. Und für diesen Landtagswahlkampf braucht die CDU hier mit ihm an der Spitze stärkeren Rückenwind. Das ist Ort hier, das ist Heimatspiel, das ist Ortsvorteil. Er kann alles ausspielen und daran gemessen ist das nicht stark. Woran mag das liegen? An seiner Person oder an der jetzt über seit Jürgen Röttgers über die Performance der CDU generell, also auch die verlorene Landtagswahl mit Norbert Röttgen? Was spielt da eine Rolle? Warum? Er ist sehr präsent und das wird nicht immer nur belohnt. Er besetzt damit sehr viele unterschiedliche Themen und er tritt manchen damit auch ein wenig vor Schienbein, die sich selbstberufener fühlen, zu dem Thema zu sprechen. Obwohl er als Stellvertreter bestimmte Ressorts hat, die er auch vertreten kann, tritt er sehr breit auf zu sehr vielen Themen. Und da nimmt er geradezu als Themendieb manchmal den anderen das Futter weg. Und daran stören sie sich. Das wird ein Teil
der Werte sein, die das heute erklären können. Gelegentlich trifft diese Kritik ja auch auf Thomas Strobel zu, zumindest in der Vergangenheit, dass er sich zu vielen Dingen zu schnell immer geäußert hat. Jetzt landet er bei 73,85, obwohl er ja maßgeblich an dieser Veränderung des Leitantrages gestern mitgewirkt hat, eine deutliche Verschärfung. Sein Papier vorher in der Kritik, jetzt hat er sich zumindest in Teilen daher offensichtlich durchgesetzt. Aber da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass er dann jetzt auch ein bisschen mehr kriegt. Oder was wird da auch noch schmutzige Wäsche gewaschen aus der Vergangenheit? Naja, die Wahlen richten sich immer auf die Zukunft. Also ich wähle einen, weil ich mir persönlich auch eine oder für meinen Verband oder für meinen Bezirk eine Karriereoption erwarte. Es geht nicht um Castingwettbewerbe, es geht um Karriere im Sinne politischer Themen und eigener Machtkonstellation im Landesverband. Er ist der Einzige, der heute angetreten ist ohne ein Mandat, weil er ja nach Baden-Württemberg praktisch gewechselt hat. Er ist kein Landtagsabgeordneter, er ist kein Bundestagsabgeordneter. Insofern ist er ein bisschen freischwebend und vermutlich schwingt hier auch nach, dass sich viele doch vom Landtagswahlkampf mehr erwartet hatten. Ein letzter Satz noch zu Volker Bouffier, der regiert in Schwarz-Grün. Eine Wunschkoalition für einige. Trotzdem hat er ein bisschen nachgelassen. Womit hängt das so? Ja, weil jetzt kein unmittelbarer Wahlkampf ansteht. Aber er ruht in sich selbst und er hat hohe Popularitätswerte, weil er so souverän regiert und weil er so, er neigt nicht zur Komplizenschaft ins falsche Lager. Herzlichen Dank, Professor Karl-Rudolf Korte. Und wir gehen in die Bewerbungsreden zum Parteipräsidium. Alles Weitere von Herrn Schärfer. Ganz kurz nur, Karl-Josef Laumann ist der, ja, den wir Name jetzt live hören. An meine Daten hat sich seit dem letzten Parteitag nicht viel verändert. Ich bin Gott sei Dank immer noch verheiratet. Meine drei Kinder sind auch noch da. Neu ist, dass ich seit dem 2. August auch ein kleines Enkelkind habe. Parteipolitisch engagiere ich mich als CDA-Bundesvorsitzender im Präsidium und als stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen. In den letzten 3 Jahren war der Schwerpunkt meiner Arbeit, dass ich mich um die Pflegereform gekümmert habe. Und ich finde, an diesem Beispiel kann man sehr gut deutlich machen, was der Unterschied einer CDU-Sozialpolitik zu einer SPD-Sozialpolitik ist. Die SPD rennt immer zu denjenigen, die am lautesten schreien. Wir gehen zu denjenigen, die die meiste Hilfe brauchen. Und ich habe in diesen 3 Jahren auch gelernt, dass wir auch als Politiker gut beraten sind, viel Anerkennung und Respekt für die Menschen zu haben, die sich in Deutschland um die 2,7 Millionen pflegebedürftigen Menschen kümmern. Ob sie es in den Familien tun oder beruflich. Und wenn wir über das Gesundheitssystem reden, dann glaube ich, sollten wir nicht immer nur über Ärzte und Apotheker reden. Auch die Pflegekräfte sind ein ganz wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems in Deutschland. Und was ich in den nächsten 9 Monaten machen werde, ist, ich werde fleißig unterwegs sein. Es gibt in Deutschland 1,2 Millionen Pflegekräfte. Und ich finde, unser Ziel muss sein, dass möglichst viele davon auch die CDU bei den Wahlen in den Ländern und im Bund ankreuzen. Zweiter Punkt ist, der mich sehr umtreibt, das ist die Frage der ärztlichen Versorgung auf dem Land. Immer wenn ich in den ländlichen Regionen unterwegs bin, in den Dörfern, wird man auf das Thema angesprochen, dass oft 2/3 der Hausärzte über 60 Jahre alt sind. Wir haben dazu morgen ja auch Anträge vorliegen. Wir müssen in den Bundesländern etwas tun, dass wir aus dem medizinischen Ausbildungssystem mehr Allgemeinmediziner bekommen, wie wir bislang hatten. Und wir als CDU müssen auch Garant dafür sein, dass die Landbevölkerung genauso gut ärztlich versorgt ist wie die Stadtbevölkerung. Das ist ein großer Auftrag, den wir gemeinsam lösen müssen. Und dann will ich gerne einen dritten Punkt ansprechen, der mich umtreibt. Ich finde, wir als CDU, wir müssen immer stärker auch in Deutschland Anwalt der industriellen, der gewerblichen Arbeitsplätze sein. Und ich finde, deswegen muss für uns in der Politik klar sein, dass die duale Ausbildung und die Ausstattung der Berufsschulen für CDU genauso viel Priorität hat wie die Studierenden an Universitäten und die Ausstattung der Universitäten.
Oder will ich einen weiteren Punkt sagen? Wenn ich an den Parteitag der Grünen in Münster denke, was die alles zur Wirtschaft und Industrie vorgeschlagen haben, das würde am Ende uns viele industrielle Arbeitsplätze kosten. Aber industrielle Arbeitsplätze sind in der Regel Arbeitsplätze mit einer hohen Wertschöpfung, mit guten Löhnen, die einen Riesenbeitrag auch zur Finanzierung unseres sozialen Sicherungssystems leisten. Und ich finde, CDU muss für gewerbliche Wirtschaft und industrielle Arbeitsplätze in diesem Land stehen, ohne Wenn und Aber, weil es eben auch gute Arbeitsplätze sind. Und dann gehört auch dazu, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir exportieren wollen, ja, dann müssen wir auch für ein weltoffenes Deutschland sein und für freien Handel in Europa. Wir Deutschen profitieren sehr von diesen freien Märkten. Und auch unsere Wohlstandsfrage hängt daran, wie es in Europa weitergeht. Und deswegen ist Europapolitik ganz konkrete Wirtschaftspolitik und auch Arbeitnehmerpolitik. Für diese Themen möchte ich gerne in den nächsten Jahren arbeiten. Und wenn Sie denken, dass so eine Type wie ich im Präsidium mit dabei sein soll, dann müssen Sie mich halt auch ankreuzen. Schönen Dank. Karl-Josef Laumann, so wie wir ihn kennen, Patientenbeauftragter der Bundesregierung, aber noch viel wichtiger CDA-Vorsitzender, also Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, sozusagen der linke Flügel der christdemokratischen Union. Thomas de Maizière ist der Nächste, der sich hier vorstellt. Liebe Freunde, ich bin Thomas de Maizière, 62 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, bin Bundesminister des Innern. Ich möchte für das Präsidium kandidieren, weil ich glaube, ich kann einen Beitrag leisten und ich will das auch tun. In unserem obersten Führungsgremium für Sicherheit, zum Thema Flüchtlinge und zum Thema Schutz, Rechtsstaat und Freiheit im Internet. Das werden, wir haben es heute gehört, zentrale Themen des Wahlkampfes und es sind zentrale Themen für unsere Zukunft. Ich möchte gar nicht so jetzt über Inhalte reden, das werden wir vielleicht morgen noch tun, sondern zwei Bemerkungen machen, wie wir Politik verstehen und wie ich Politik verstehe. Die erste Bemerkung bezieht sich auf die sogenannte postfaktische Gesellschaft. Da gibt es Leute, die sagen, wir leben in der postfaktischen Gesellschaft. Liebe Freunde, lassen wir uns das nicht einreden. Manche möchten vielleicht, dass wir in einer postfaktischen Gesellschaft leben. Ich möchte das nicht und wir leben nicht in einer postfaktischen Gesellschaft. Ich glaube, natürlich können wir Bundeskanzlerin und ich und andere, natürlich können wir vielleicht ein bisschen emotionaler sein. Und der Bischof Obereck hat uns heute gesagt, wir sollen viele Geschichten erzählen. Das ist wahr. Biblische Geschichten, da kann man viel dran lernen. Aber Wahrheit bleibt Wahrheit und Lüge bleibt Lüge. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass wir diese Unterscheidung aufgeben. Ich möchte auch nicht, dass wir in einer Welt leben, in der nur Algorithmen politische Meinung bestimmen. Ich finde, wir müssen weiter daran arbeiten, dass hinter jeder Meinung ein Mensch steht und keine Maschine. Die zweite Bemerkung hat ein bisschen damit zu tun. Ich glaube, in den Wahlverfahren, in den Wahlergebnissen in Amerika, anderswo, in Italien, in England, ich glaube, da liegt doch eine Chance für uns, wenn wir sie richtig nutzen. Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt eine Mehrheit in Deutschland, die möchte, dass es in Deutschland anders ist und anders bleibt. Ich glaube, dass es eine Mehrheit in Deutschland gibt, die will, dass wir anständig miteinander umgehen, dass wir Respekt voreinander haben, auch im Wahlkampf, auch mit dem politischen Gegner. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, dass wir eine Renaissance der Volksparteien erleben können. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland wollen, dass jeder nur an sich denkt, sondern dass es Volksparteien gibt, die das Ganze in den Blick nehmen, die nicht Einzelinteressen bedienen, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft eintreten. Ich glaube daran. Wenn die SPD nicht mitmacht, dann sind wir eben nur noch die einzige große Volkspartei in Deutschland. Aber es ist unsere historische Aufgabe. Ich glaube, dass in schwierigen Zeiten, in denen wir sind, auch in Wahlen, Zuverlässigkeit zählt, Ergebnisse zählen und Seriosität zählt.
Das lasse ich mir von keiner modernen Werbeagentur ausreden. Und ich will einen Beitrag dazu leisten, so wie ich es kann. Hart und konsequent, wenn hart in der Sache und konsequent in der Sache, wenn und wo es nötig ist. Fair und kameradschaftlich im Umgang miteinander, vor allem unter uns. Fest verankert im christlichen Glauben, stolz auf unser Land, neugierig auf Zukunft. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Wer Angst schürt, stiftet kein Vertrauen. Ich bin Bundesminister des Innern. Ich habe verdammt viele Sorgen, glauben Sie mir das. Viel mehr als Sie vielleicht, aber keine Angst, sondern ich bin neugierig auf Zukunft. Mich trägt die Zuversicht von Freiheit und Sicherheit. Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, bewirbt sich um einen Sitz im Parteipräsidium der CDU mit unter anderem den Satz, ich habe verdammt viele Sorgen als Bundesinnenminister, aber ich habe keine Angst. David McAllister ist der nächste im Reigen der Bewerber. Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe CDU-Freunde, mein Name ist David McAllister, ich bin 45 Jahre alt. Verheiratet, meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter und wir leben im Landkreis Cuxhaven an der niedersächsischen Nordseeküste. Ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments und seit 28 Jahren Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Letztes Wochenende, am Samstag in Hameln, habe ich nach 8 Jahren den Landesvorsitz der CDU in Niedersachsen abgegeben. Und kaum einer hat sich im Saal so sehr gefreut wie ich selber, dass mein Nachfolger Bernd Altusmann, unser früherer Kultusminister, mit einem sensationellen Ergebnis von über 98% zum neuen Landesvorsitzenden der CDU Niedersachsen gewählt wurde. Und ich bitte Sie und euch alle aus den anderen Landesverbänden, dass Sie Bernd Altusmann als neuen Vorsitzenden der CDU Niedersachsen genauso herzlich aufnehmen, wie ich das vor 8 Jahren hier in der Bundespartei erleben durfte. Und wir kämpfen dafür, dass es am 14. Januar 2018 bei der ersten großen wichtigen Landtagswahl im Jahre 2018 dann auch einen Regierungswechsel in Niedersachsen gibt. Liebe Freunde, seit nunmehr fast 2,5 Jahren darf ich Mitglied als Beisitzer im Präsidium sein. Und ich kümmere mich in dieser Funktion vor allen Dingen um unsere internationalen Kontakte zu den europäischen Schwesterparteien, aber auch zu den Parteien außerhalb des europäischen Kontinents. Und diese Aufgabe im Präsidium lässt sich gut verbinden mit der großen Ehre, einer der Vizepräsidenten der Europäischen Volkspartei zu sein und der International Democrat Union. Und was viele Delegierte nicht notwendigerweise sofort mitbekommen, auch auf diesem Parteitag sind über 160 Gäste aus vielen Ländern Europas und darüber hinaus aus der ganzen Welt zu Gast, Abgeordnete, Staatssekretäre, Minister. Und ich möchte an dieser Stelle ein ausdrückliches Wort des Dankes sagen an das internationale Sekretariat in der CDU-Bundesgeschäftsstelle mit Bertil Wenger, aber auch an unsere Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, dass sie diese internationalen Kontakte ermöglichen. Und alle internationalen Gäste sind uns ganz herzlich willkommen im Kreise der Christlich-Demokratischen Union. Liebe Freunde, ich engagiere mich im Europäischen Parlament und bin im CDU-Präsidium zusammen mit unserem CDU-CSU-Gruppenvorsitzenden Herbert Reul und unserem Kommissar Günther Oettinger auch eine Schnittstelle zwischen der Bundes-CDU und unserer Arbeit als EVP in Brüssel und Straßburg. Wir haben es heute von Josef Daul, Angela Merkel und anderen gehört, die Lage der Europäischen Union, sie ist nicht einfach. Nein, die Europäische Union befindet sich in einer schwierigen Lage. Russland, Türkei, der Nahe Osten, die Lage im nördlichen Afrika, die Migrationswellen, die ungelösten ökonomischen Probleme in Teilen der Eurozone, der wachsende Populismus und der Nationalismus, das sind alles große Herausforderungen für uns in Deutschland und für uns in der Europäischen Union. Und hinzugekommen ist seit dem 23. Juni auch die knappe Mehrheit der Abstimmungsberechtigten im Vereinigten Königreich, die die Europäische Union verlassen wollen. Ich schaue meinen Freund Greg Hands an, an dir hat es ja nicht gelegen, du hast ja auf der richtigen Seite gekämpft. Aber wenn wir immer sagen, in Deutschland, es war eine knappe Mehrheit der Briten, die sich entschieden haben,
Wir sollten schon präzise sein. Es war eine knappe Mehrheit der Engländer, die uns das eingebrockt hat. Denn die Schotten haben mit 62% für Europa gestimmt. Und das sind eben auch ordentliche und gute Leute. Und deshalb setze ich mich mit anderen Kollegen aus dem Europäischen Parlament und aus den anderen Ebenen dafür ein, dass die Europäische Union jetzt die Prioritäten richtig setzt für Wachstum und Arbeit, den Binnenmarkt zu vollenden, weitere Freihandelsabkommen abzuschließen, Investitionen in die Infrastruktur vorzunehmen, die Digitalisierung des Binnenmarktes voranzubringen, die Energieunion voranzubringen, mehr Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, mehr Gemeinsamkeit im Kampf gegen den internationalen Terror. Und ich sage euch und Ihnen eines: Wir, die Christlich-Demokratische Union, sind stolz darauf, dass wir die Europapartei Nummer 1 in Deutschland sind. Wir sind die Partei von Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel. Und all denjenigen, den Populisten von ganz links wie von ganz rechts, denen sagen wir: Wir können über Details der Europapolitik diskutieren. Ja, Europa muss in manchem besser werden. Aber was wir nicht akzeptieren, ist, dass dieses großartige Projekt der Europäischen Union, dieses Projekt des Friedens, der Freiheit und des wirtschaftlichen Wohlstandes von Links- und Rechtspopulisten in diesem Land kaputt geredet wird. Da stehen wir Christdemokraten auf und da kämpfen wir auch in diesem Wahljahr 2017. Vielen Dank. Ein kämpferischer David McAllister, der ja auch mal Ministerpräsident in Niedersachsen war und jetzt bestätigt werden will, was seinen Platz im Präsidium der CDU angeht. Einer der hier Anwesenden fehlt uns noch. Eigentlich zwei. Wolfgang Schäuble ist in Brüssel und kann deswegen hier keine Bewerbungsrede halten. Ist ja eigentlich auch nicht wirklich nötig. Wer hier von den Anwesenden Wolfgang Schäuble nicht kennt, dem ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr recht zu helfen. Deswegen müsste jetzt Jens Spahn eigentlich kommen, aber die Vorstellung von Wolfgang Schäuble übernimmt die Parteivorsitzende selbst. Also, erstens hat mich Wolfgang Schäuble gebeten, Sie alle recht herzlich zu grüßen. Er wird heute am frühen Abend zu uns kommen. Er ist jetzt heute beim Rat für Wirtschaft und Finanzen. Sie alle kennen und ich vermute, die allermeisten schätzen auch Wolfgang Schäuble. Er steht maßgeblich dafür, dass wir zum vierten Mal in Folge keine neuen Schulden machen im Jahre 2017, dass wir in die Zukunft investieren können. Und das ist eine tolle Leistung. Ich darf ganz persönlich sagen, dass ich gerne mit Wolfgang Schäuble zusammenarbeite, sowohl im Bundeskabinett als auch im Präsidium der CDU. Mit seiner politischen Erfahrung, seinem klaren Wertekompass, seiner klugen Weitsicht ist er für uns im Präsidium, aber auch für die gesamte CDU ein großer Gewinn und eine verlässliche Größe. Für mich besteht kein Zweifel, Wolfgang Schäuble hat einen festen Platz im Präsidium der Christlich-Demokratischen Union und deshalb schlage ich ihn für eine weitere Amtsperiode als Beisitzer im Präsidium vor. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten Vorstellung in diesem Wahlgang. Jens Spahn hat das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Freundinnen und Freunde, wir spüren, sind politische Zeiten. Es ist schon mehrfach heute erwähnt worden und auch polarisierte Zeiten. Es sind aber damit auch Zeiten, in denen wir die Chance haben, mit klaren Aussagen und klaren Positionierungen, und denen wir auch die Unterschiede herausarbeiten, Menschen wieder für uns zu begeistern. Und man hört ja öfter mal, es wäre manchmal gar nicht mehr so leicht, die Unterschiede zu erkennen. Und ich will Ihnen einfach nur mal ein paar Punkte sagen, wo ich es ziemlich leicht finde, Unterschiede zu erkennen. Rot-Rot-Grün will die Steuern erhöhen. Egal welche Art von Steuern, Sie wollen die Steuern erhöhen, weil Sie mit Rekordsteuereinnahmen nicht auskommen. Sie wollen die Bürger weiter schröpfen. Wir wollen Steuern senken. Wir wollen in Zeiten, wo wir Überschüsse haben, denjenigen, die hart arbeiten, die den Laden am Laufen halten, Polizisten, Krankenschwester, Arbeiter, dann, wenn sie Überstunden machen und heute schon Spitzensteuersatz zahlen, mehr von ihrem Erarbeiteten lassen. Wir stehen dafür, dass Leistung sich lohnt. Und das ist ein klarer Unterschied, für den man kämpfen kann, liebe Freundinnen und Freunde. Rot-Grün macht hier in Nordrhein-Westfalen Schulden. In Zeiten von Rekordeinnahmen und niedrigen Zinsen werden hier Schulden gemacht, als gäbe es kein Morgen. Das ist in anderen Ländern Rot-Grün regiert und Rot-Rot-Grün regiert genauso. Wir zeigen in Berlin, dass wir nach 45 Jahren, in denen wir jedes Jahr Schulden gemacht haben,
es geschafft haben, mittlerweile im dritten Jahr in Folge nicht nur keine Schulden zu machen, sondern Überschüsse zu machen. Unsere Finanzplanung sagt, dass wir 7 Jahre in Folge bis 2020 keine Schulden machen werden, Überschüsse machen werden. Und zwar nicht, weil die schwarze Null für uns irgendein Fetisch ist, sondern weil es dabei um Generationengerechtigkeit geht, weil es darum geht, künftigen Generationen Spielraum zu lassen, gerade in Zeiten, wo es gut läuft. Und wer wissen will, wie es einen Unterschied macht, ob Christdemokraten den Finanzminister stellen oder Sozialdemokraten, der muss nur Düsseldorf und Berlin vergleichen. Und schon sieht man den Unterschied. Und auch auf den sollten wir öfter hinweisen, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn hier in Nordrhein-Westfalen ein Polizist in den Einsatz geht, und es wird mal hart und knibbelig, es geht vielleicht auch mal was schief, da kann sich der Polizist in Nordrhein-Westfalen auf eins verlassen. Sein Dienstherr, der Innenminister, wird der Erste sein, der mit dem Finger auf ihn zeigt. Wenn in Baden-Württemberg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern oder auch in Hessen ein Polizist in den Einsatz geht, dann kann er sich darauf verlassen, dass sein Innenminister, dass Peter Beuth, dass Thomas Strobel, dass Lorenz Cafier am Ende hinter ihm stehen und all die anderen Minister, die wir haben. Weil wir wissen, diese Polizisten halten für uns den Kopf hin. Die einen wollen eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, weil sie sie für die eigentlichen Täter halten. Wir wissen, dass die Polizisten diejenigen sind, die gerade die Schwächeren schützen. Wir stehen hinter ihnen und das ist ein klarer Unterschied zu Rot-Rot-Grün. Und auch den kann man deutlich machen. Es gibt Abgeordnete der Grünen im Bundestag, die sagen, zu Deutschen, die sagen, ich kann mir in meiner Straße, in meinem Viertel manchmal gar nicht mehr verstehen, was gesagt wird. Denen sagen die, ja, dann lernt doch Arabisch. Wir sagen, dass Sprache, das Deutschlernen Voraussetzung dafür ist, dass Integration gelingen kann. Wissen Sie, jemand, der hier nach Deutschland kommt, als Flüchtling oder auch als jemand, der hier einwandert, er kommt in ein Land, das so viele Chancen bietet. Aus einem syrischen Flüchtlingskind kann in diesem Land eigentlich alles werden, weil wir viele, viele Chancen bieten. Aber ich finde, dafür dürfen wir auch was erwarten. Dafür dürfen wir erwarten, dass die Regeln, die wir hier haben, eingehalten werden. Aber das ist auch noch nicht genug. Wissen Sie, an Recht und Gesetz muss sich jeder Tourist halten. Es geht darum, ob man sich als Teil der Gemeinschaft verstehen will, ob man dazugehören will, ob man mitmachen will. Und das drückt sich auch darin aus, ob man die deutsche Sprache lernen will. Wir wollen die Leitkultur als einigendes Band für unsere Gesellschaft. Die anderen wollen Multikulti. Klarer Unterschied kann man im Wahlkampf rausarbeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Und im Grunde geht es ja beim Personal weiter. Wissen Sie, wenn Sie Rot-Rot-Grün kriegen, kriegen Sie Sigmar Gabriel als Kanzler, Sarah Wagenknecht als Finanzministerin, Ralf Stegner als Innenminister und Claudia Roth als Verteidigungsministerin. Wenn Sie CDU-CSU wählen, kriegen Sie Angela Merkel als Kanzlerin, Thomas de Maizière als Innenminister, Wolfgang Schäuble als Finanzminister und Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin. Das ist eine Alternative und wir haben die bessere, liebe Freundinnen und Freunde. Und abschließend noch ein Punkt, ist schon öfter angesprochen worden. Die Populisten von links und rechts wollen Angst schüren. Rentenangst, Angst vor Überfremdung, Zukunftsangst. Sie wollen am Ende über Probleme reden, um sie auszuschlachten. Wir reden über Probleme, wir wollen Probleme klar und deutlich und auch ehrlich, wo es sein muss, benennen, um sie zu lösen. Um am Ende mit der nötigen Zuversicht, mit dem Willen zu gestalten, auch Veränderungen zu gestalten, daran gehen. Lassen Sie uns gegen den Pessimismus der Populisten, den Optimismus der Tüchtigen setzen, diejenigen, die mit Zuversicht herangehen. Dann, glaube ich, können wir auch wieder verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, weiteres Vertrauen hinzugewinnen und vor allem einen Unterschied machen zu den anderen. Und dann werden wir am Ende in den nächsten 10 Monaten auch erfolgreich sein. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Freundlicher Applaus für Jens Spahn, der auch wieder ins Präsidium einziehen will, der CDU. Und von den neuen Kandidaten, die sich beworben haben für einen Platz im Präsidium, müssen wir Ihnen noch nachliefern. Monika Grütters, Kulturstaatsministerin im Kanzleramt und seit Ende vergangener Woche auch Landesvorsitzende der CDU in Berlin, während hier jetzt zum Wahlgang aufgerufen wird und Annette Wiedmann-Mautz das Prozedere noch mal erklärt mit den Stimmen
den Zetteln und wie es überhaupt funktioniert. Aber das haben wir ja schon zwei, dreimal auch mit anderen Durchgängen hier durchaus Ihnen auch schon mal gezeigt, sodass wir jetzt die Zeit verwenden auf die Bewerbungsrede von Monika Grütters. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, wir haben heute unsere Bundesvorsitzende mit einem sehr starken Ergebnis wiedergewählt. Und ich habe die Freude und die Ehre, unter unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel als Staatsministerin für Kultur und Medien in der Regierung arbeiten zu dürfen. Mein Name ist Monika Grütters. Ich bin 54 Jahre alt und davon 37 Jahre in der CDU. Vor Ihnen steht eine bodenständige Bürgerliche, die in katholisch geprägten Münster in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Vor Ihnen steht aber auch eine weltoffene Heimatverbundene, die die Metropole Berlin zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Und vor Ihnen steht ein bisschen sowas wie Münsteraner Herz mit Berliner Schnauze. Mein Vater sagt immer, ich sei immer herzlich, aber hart, wenn es mal drauf ankommt. Und im Leben und in der Politik gibt mir die Orientierung am christlichen Menschenbild inneren Halt. Deshalb bin ich in der CDU. Und deshalb engagiere ich mich auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Denn bei aller Freude und bei dem Stolz darauf, dass bei uns in dieser Gesellschaft, in Deutschland, auch in Berlin, so viel Vielfalt auch friedlich möglich ist, ich weiß wohl, dass viele das als Bedrohung empfinden. Ich glaube, wer seine eigenen Wurzeln und Werte kennt, deshalb ja auch das Motto unseres Parteitags, wer seine Werte kennt, der kann dem anderen und auch dem Fremden Raum geben, ohne sich dadurch bedroht zu fühlen. Liebe Freundinnen und Freunde, meine CDU Berlin hat mich gerade zu ihrer neuen Landesvorsitzenden gewählt. Wir haben viel zu tun. Dankeschön. Wir haben viel zu tun. Es ist auch eine große Herausforderung, sich als Partei der Mitte zwischen linken Ideologien und rechten Ressentiments zu positionieren. Und wir als CDU Berlin werden alles dran setzen, gegen Rot-Rot-Grün die bürgerliche Opposition zu sein. Wir werden nicht schweigen, wenn Rot-Rot-Grün den Verkehr lahmlegt, Gymnasien schleift oder schlicht Gesetze bricht, weil ausreisepflichtige Asylbewerber nicht mehr abgeschoben werden sollen. Ich bin sicher, dass die CDU Berlin wieder vorankommt und eine starke Stimme in der Hauptstadt sein wird. Und natürlich hilft dabei die Verankerung in der Bundespartei. Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Monika Grütters. Jetzt stellt sich Ministerpräsident. So, da sind wir wieder, live und direkt um 17.25 Uhr und 48 Sekunden werden hier die Stimmzettel für die Wahl der Präsidiumsmitglieder eingesammelt. Und wie es bei uns weitergeht, was wir sonst noch im Schilde führen und beispielsweise morgen, das sagt Ihnen jetzt Michael Kolz. Ja, herzlichen Dank, Erhard. Das war zunächst mal unsere Live-Berichterstattung hier. Wir zeigen Ihnen gleich noch einen langen Ausschnitt von der Rede von Angela Merkel. Eine Stunde 17 Minuten hat sie insgesamt gedauert. Sie können gleich noch mal eine gute halbe Stunde das Wichtigste aus dieser Rede sehen. Die Kanzlerin und Parteivorsitzende ist dann ja wiedergewählt worden mit 89,5%. Ich glaube, viele hatten ihr insgeheim gehofft. Sie springt über die 90, jetzt ist sie kurz darunter geblieben. Das ist vielleicht noch mit einem blauen Auge davongekommen. 18 Uhr, da meldet sich meine Kollegin Ines Arland hier mit Phoenix der Tag und beziehungsweise nochmal mit Phoenix vor Ort, aber um 23 Uhr natürlich das Wichtigste vom heutigen Tag beim Parteitag in Phoenix der Tag. Ines Arland hat dann auch das Ergebnis der weiteren Mitglieder fürs Präsidium für sie. Das wird jetzt noch etwas dauern, denn jetzt wird erstmal ab
gestimmt, dann werden die Stimmzettel eingesammelt und dann wird ausgezählt. Aber da es sich ja um 7 Kandidaten für das Präsidium handelt, dürfte das ein wenig dauern. Und deswegen denke ich, dass wir ziemlich pünktlich um 18 Uhr dann letztendlich auch das Ergebnis haben. Wie gesagt, morgen früh ab 9 Uhr sind wir wieder live hier für Sie in der Grugerhalle in Essen. Dann werden sicherlich auch die 1001 Delegierten wieder hier sein. Und dann geht es um diesen bekannten Leitantrag, der gestern noch mal eine Änderung widerfahren hat. Man nimmt von Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl Abstand. Klipp und klar steht das so im Leitantrag. Und es gibt noch eine leichte Verschärfung, beispielsweise bei den Abschieberegeln. Aber dazu morgen ab 9 Uhr live hier aus der Grugerhalle mehr. Und jetzt blicken wir auf die Rede zurück, die Bundeskanzlerin um kurz vor 12 begonnen hat. Wie gesagt, 1 Stunde und 17 Minuten hat sie gedauert. Eine gute halbe Stunde zeigen wir Ihnen jetzt noch mal. Und danach meldet sich dann live aus Bonn Ines Erlang. Tschüss aus Essen.